Einen wundervollen Tag wünsche ich euch und heiße euch herzlich zurück. Willkommen zurück. Hier bei Banished mit dem Megamod 8. Pause vorbei. Genau. Das ist gerade ganz schön schnell. Ich stelle mal eben die Geschwindigkeit ein bisschen runter. Und dann bauen wir auch schon weiter an unserem schönen kleinen Städtchen. Ich habe mir mal vorgenommen, in dieser Folge ein bisschen was zu schaffen. Einfach weil uns sonst irgendwann die Leute knapp werden. Wir haben hier so viele Häuser voll. Mit Erwachsenen, teilweise viel zu viele. Und ich habe gemerkt, das geht mir persönlich ein bisschen zu langsam voran, das ganze Ding. Deswegen fangen wir einfach mal hier hinten an. Ich muss mal kurz auf die Ressourcen schielen. Ja, das geht soweit. Werkzeug hier hinten war ja alles safe. Du bist auch schick, genau. Das lassen wir einfach mal laufen. Und fangen an, uns ein paar Häuschen zu bauen. Stockpile ist noch hier, dann können wir uns noch ein bisschen mehr Platz machen. Einfach mal hier so eine Schneise schlagen. Richtung Wasser. Dafür können wir das auch schon... Na, ich lasse die Geschwindigkeit erstmal. Und dann schaue ich mal, was ich denn hier für eine kleine Siedlung umbauen will. Was ich hier haben will für Häuschen. Auf jeden Fall möchte ich demnächst eine Kirche haben. Ja, mit einer Schule. Das heißt, die Leute werden dann educated. Kirche und Friedhof und sowas alles trägt dazu bei... Dass die Zufriedenheit, also hier diese goldenen Sternchen, Happiness genau, dass die oben bleibt. Welchen Einfluss das genau hat, keine Ahnung. Aber es trägt auf jeden Fall der Arbeitskraft bei. Also wenn die Leute nicht so glücklich sind, dann arbeiten sie wahrscheinlich auch nicht so gut. So, unser Motto war ja, ach, das hat einen Radius. Das ist interessant. Wusste ich noch gar nicht, dass es die jetzt mit Radius gibt. Das Ding auch, ja, es hat auch einen Radius. Die ist schon ganz schön groß. Bevor wir aber damit anfangen, mache ich mal hier ein bisschen Platz drumherum. Einfach als Platzhalter. Damit wir das nachher auch schön gestalten können. Werde ich dann auch Fischerhütte und Händler relativ zügig hinbauen, hier oben der breite Fluss. Ich denke, was wir zuallererst haben wollen, ist eine Town Hall. Da haben wir auch genug Ressourcen für, ja, und nur für eine entscheiden. Oha, das passt ja mal gar nicht hier rein. Das Weiße Haus. Colonial Hall. Könnte mir gefallen. Brauchen wir natürlich ganz andere Ressourcen für. Oh, wie für ziemlich alles andere auch. Und. Ah, das ist mir ein bisschen. Da kommt der Charakter nicht so durch. Also, es steht zwar dran, Town Hall, aber. Gefällt mir nicht. Weiße Haus gefällt mir auch nicht. Ach, kacke. Na gut, dann müssen wir halt mal warten. Unser kleines Ding, da fangen wir gar nicht erst mit an. Village Hall. Ja. Gut. Nee. Wir bleiben bei der Kirche. Natürlich massiv teuer. Ach, ich glaube, ich muss meinen Plan dann doch umschmeißen und das Ganze ein bisschen aufschieben. Finde ich gar nicht so schlecht. Das ist wohl irgendwas ganz Bekanntes. Mir selber sagt das nichts. St. Ernest Chapel. Friedhöfe. Kommt, man gönnt sich ja sonst nichts. Unsere Kirche kommt hier direkt an den Marktplatz ran. Produzieren wir noch Lamba? Machen wir. Und zwar sehr fleißig. Bis wir 1000 haben. Das ist okay. Ich sehe gerade, hier fehlt noch ein bisschen Weg. Den werden wir mal fix ergänzen.
auch langsam anfangen, andere Baumaterialien herzustellen. So, aber erstmal mache ich hier ein bisschen Holz. Kann ich das denn schon? Da brauche ich alles Building Material für. Und gut. Dann nicht. Dann machen wir jetzt doch weiter mit der Holzproduktion. So, ich setze mal hier noch einen mehr rein. Holz haben wir eh schon so viel gerade. Das erste, was ich mal bauen werde, ist nämlich ein Artwood Forester. Hinten, nee, welcher ist denn das? Muss man den finden? Er erntet nämlich eine andere Art von Holz. Gibt's den noch? Das weiß ich noch gar nicht. Den gab's im Vorgänger. Also im Colonial Charter Mod. Das letzte, was ich gespielt habe, war 1.76. Ach, hier haben wir. In einem anderen Reiter einfach. Er ist auch nicht ganz so platzintensiv. Aber ich denke, werde ich trotzdem hier drüben hinbauen. Ja. Weg, der zu ihm hinführt. Wo ist er denn? Hier muss er sein. Ach, es ist immer schwer, die wiederzufinden. Ich wollte doch nur kurz den Weg ransetzen. Hier hinten. Ja. Ja. Bei dem Regenwetter sieht man immer so schlecht. Und dann fangen wir jetzt an, hier noch ein paar Häuschen daran zu bauen. Hier in die Richtung. Ja, das passt ganz gut. Da kann ich hier so einen Bogen machen, dass es der Marktplatz umschlossen wird. Und da fangen wir an mit den Reihenhäusern. Was sind das hier? Okay. Ich denke, ich gehe mal dafür hier in diese Übersicht. Da ist bestimmt irgendwo. Ich glaube, hier war es. New Medieval Town. Das sind die Hostels. Kann man die schön aneinander setzen? Sehen die denn gut aus? Die sehen eher aus wie freistehende Häuser. Die haben auch Fenster an den Seiten. Jemand ist gestorben. Na gut, kommt vor. Wir haben richtig viele Leute gerade. Bevor ich mit den Häusern anfange, setze ich hier einfach mal eine einsame Fischerhütte hin. Einfach um dem vorzubeugen, dass wir irgendwann so wenig Nahrung haben könnten. Da brauche ich auch noch ein einzelnes verlassenes Häuschen dazu. Einfach um die Strecken wieder kurz zu halten. So, aber hier fangen wir jetzt mit der Dekoration an. Können wir doch nochmal hier gucken bei den Reihenhäusern. Wir brauchen halt alle Building Material. Die sind alle so ganz schmal und passen nicht in meine Vorstellung. Das ist der Kanal. Tiny Row House. Die sind sehr arg klein. Ja, da haben wir wieder die große, ewige Toolbar. Wir wissen nicht, was wir mit dem ganzen Zeug anfangen sollen. Aber hier ist noch was. Row Houses Modular. Oha. Ja! Ja! Die habe ich gesucht. So. Die habe ich gesucht. Hier geht der Weg lang. Das heißt, wir fangen mit einem Tunnel an. Wenn wir ihn dann finden. Gate. Das Gatehouse. Es geht doch. So, die sollen alle einheitliche Dächer haben. Dann suche ich mir natürlich das aus, was hier ins Setting am besten reinpasst. Entweder das Grau. Oder das Braun. Hier finde ich die Fenster schicker. Ich nehme das Graue. Ja. In welchem Abstand muss ich mir jetzt noch überlegen? Denk mal, ich mache das relativ weit, dass ich hier im Innenraum noch so ein paar, nennt mal, Produktionsgebäude haben kann.
Huch, ein kurzer Ruckler. Dann bauen wir ein Mittelhaus. Das kommt hier direkt ran. Und zwar auf der Höhe ist das. So, wir haben dieses Dach. Dann machen wir noch eins ohne Dach. Ohne Dachfenster. Dann bauen wir ein Endhaus für rechts. Outside Corner. Ne, die kommen woanders hin. Left ist da hier. Ne, das rechte wollen wir. Bin ich jetzt blind? Ja. Right. Genau. Richtige Dach auswählen. Gibt es nur eins mit der Farbe. Dann schaffe, schaffle, Häuslebauer. Klopft mal ran, meine guten Freunde. So, ich habe keine Ahnung, dass Hardwood für einen Fleck benutzt. Ich glaube, das zählt nicht unter Logs mit rein. Es geht mir nämlich gerade darum, was ich hier für einen Lagerplatz hinbaue. Erstmal natürlich zum Holzfäller wieder schöne Holzkabine. Log Cabin. Dazu ein Stockpile mit, ich denke, es ist Construction. Es ist ja auch in dem Reiter gewesen, rohe Construction Materials. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass er hier nicht hoch alle reinschmeißt. Und von dem wollen wir erstmal nur zwei haben. In dem anderen sollen dann drei sein. Das heißt, hier begrenzen wir es mal auf drei. Wo ist er hier unten? Dann springt der fünfte mit hier rüber. Für normales Holz. Und hier werden wir auch noch demnächst viel abholzen. Da wird genug Holz übrig bleiben. So. Fleißig, fleißig sind sie. Ja, und ich denke, dann fangen wir auch schon an. Bauen wir fix einen Weg hier rüber. Gucken, ob man den schön hier lang biegen kann. Ist ein bisschen. Muss ich manuell machen. Ein Haus lang. Dann fangen wir an, den hier runter zu ziehen. Bis auf diese Höhe. Diese Höhe wollen wir haben. Ein bisschen weiter zurück. So. Fischer. Petri Heil. Der kriegt natürlich auch gleich ein kleines Lagerhaus hier hin. Nehmen wir mal einen kleinen Storage-Bahn, wo er seine Fische reinschmeißen kann. Wir haben wenig Steine. Ja, das ist richtig. Und das ist schade. Das heißt, das Ganze stagniert jetzt nämlich ein bisschen dadurch. Er hat gleich sein Häuschen. Da sind auch noch zwei, die arbeiten. Das reicht erstmal. Muss ich hier keine Brücke jetzt rüberbauen. So, Häuschen für Häuschen. Habe ich das jetzt richtig rumgebaut? Das muss ja zu den anderen passen. Mal gucken, vielleicht ist es nicht so schlimm. Vielleicht ist es so symmetrisch designt, dass wir da kein Problem mit kriegen. Wo ist denn die Tür? Hat das Ding eine Tür? Nee. Ach, hier vorne. Da, dann sind wir auf der richtigen Seite. Sehr schön. So, dann kommt hier noch der Weg zwischengezimmert. Damit wir hier einen fließenden Übergang haben und das nicht so abgehackt ist wie jetzt. Ja, immer noch wenig Stein. Das kann ich auch so schnell nicht ändern. Wir sehen ja gar nichts hier. Mach mal ein bisschen Platz. Finde ich die auch wieder? Hier war das, ne? Ja, genau. Outside Corner. Das ist aber die falsche Höhe. Hier so eine Outside Corner wollen wir hier demnächst haben, aber. Ich glaube, ich mache hier einen Abbruch, fange dann nochmal neu an und baue dann die Ecke rein. Das mache ich. Und leicht versetzt, denke ich. Ich will ja nicht so eine lange Wurst haben.
einem Haus. Das sieht nicht aus. Können wir das hier schon ranmachen, das Ende? Ne, denn es ist Quatsch, dass man da ein Tor hätte. Also nehmen wir noch ein paar Mittelgebäude. Einmal mit Dach. Dann nochmal mit Dach. Einmal ohne Dach. Und dann können wir so ein rechtes, linkes Ende machen. Kommt da ran. Und das ist jetzt richtig, richtig viel Wohnraum. Ihr seht, die sind sehr schmal, die Häuser. Also übernehmt euch da nicht mit. Einmal hier mit 1, 2, 3, 4 Häuser sind schon fertig. Das macht man mit Sonnenhäusern hier nicht so schnell. Die setzt man meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach, ein bisschen bedachter ein. Sonst kann es ganz schnell passieren, was ich in den letzten Folgen schon erwähnt habe, dass die Bevölkerung explodiert. Dann hat man natürlich erstmal viele Arbeitskräfte. Aber irgendwann sind sie auch alle mit dem Schlag einmal alt. Und dann sterben sie. Und sie werden alle auf einmal sterben. Das ist wie ein ungeschriebenes Gesetz. Was ist denn das? Warum habe ich denn so viele Textilien? Das verstehe ich nicht. Muss mal in meinen Markt reingucken. Was hier eine Textilie sein könnte. Aber ich sehe es nicht. Was zählt denn zu Textilien dazu? Reeds gehört nicht dazu, meiner Meinung nach. Wo könnten die reinzählen? Ich denke hier. Blumen? Gehören die Blumen dazu? Also so langsam. Nee. 336. Flachs! Ha! Flachs ist es! Oh, wir müssen unbedingt Kapazitäten erhöhen, wie viel Nahrung gespeichert werden darf. Jetzt geht uns das alles hier flöten und wir können ja ruhig den Korn. Ach, wir haben so viel Kornspeichermöglichkeiten. Das können wir ruhig mal ein gutes Stück hochnehmen. 10.000 ist auch noch nicht viel, aber soll erstmal reichen. Einer hat jetzt einen sehr weiten Arbeitsweg hierhin. Ist mir aber gerade egal, wir haben so viele Leute momentan. Ich weiß gar nicht, was wir mit denen alles machen sollen. Ich werde jetzt mal das Limit für Werkzeug auf 200 setzen und damit ein bisschen vorproduzieren, denn mit Werkzeugen kann man richtig gut handeln. Ich denke auch, dass wir anfangen, Stahlwerkzeug zu produzieren. Das hält erstens länger. Braucht man natürlich mehr Kohle für. Aber die Kohle, die haben wir ja. Also wenn er nicht hier alles aufbrauchen würde. Ich setze einfach mal hier noch zwei neue Leute rein. Dann haben wir die Kohle auf jeden Fall. Und Stahlwerkzeuge lassen sich nochmal einen Tick besser handeln. Was natürlich meiner Erfahrung nach noch eine bessere Handelsware ist, ist alles, was man in richtig rauen Mengen produzieren kann oder was irgendwo als Abfallprodukt entsteht. Wenn man jetzt zum Beispiel 3 oder 4 riesige Gehege hat mit Tieren voll, da entsteht ganz viel Knochenmehl nebenbei. Und das ist zwar billig, aber wenn man die Masse da reinhaut in den Händler, wenn man da 3000, 4000 Einheiten reinballert, dann hat man auch mal schnell was zusammen, was man als Handelsware nutzen kann. Mir reicht der Weg noch nicht. Ich will noch mehr Weg haben. Es darf ein richtig schöner Platz werden. Ich mag das. So. Und jetzt sieht das Häuschen hier schon wieder scheiße aus. Also wird es wohl früher oder später weichen. Ich tendiere zu früher. Vielleicht, wenn die Leute, die hier wohnen, jetzt noch Kinder haben, wenn die Kinder fertig sind. Die Erwachsenen dann in einem Alter, wo sie keine Kinder mehr kriegen, dann müssen nur 2 Leute umgesiedelt werden. Das ist ein bisschen entspannter. So, wie viel Platz ist denn jetzt hier zwischen? 10? 10 Plätze sind dazwischen. Hier geht der Weg gerade. Dann mache ich hier weniger oder mehr? Mehr. Hier 13 Plätze zwischen. Fangen hier an mit dem nächsten. Hier waren wir Einhäuser. Das Ganze gibt es noch 45 Grad gedreht.
Habe ich das richtig verstanden? Oh ja. Wie kann man das denn nutzen? Spontan. Nichts ein. Wahrscheinlich als Ecken gedacht. Man zwei von denen aneinander setzt, dann ist man wieder an der geraden Grenze, weil ihr seht ja jetzt in der Draufsicht, es geht über die, also das Modell geht über die eigentliche Grundfläche hinaus. Da kann man ja nicht so einfach was Gerades anderes ranbauen. Dann verschwinden die ineinander. Das ist nicht schön. Hier sind die winzigen nochmal, die wir vorhin auch schon gefunden hatten. Verstehe ich jetzt nicht. Hier steht Reihenhäuser Modular Business. Aber das hier sieht nicht aus, als könnte man das gut als Reihenhaus verbauen. Weil an den Seiten sind Fenster, du hast einen Dachüberstand. Das, ja, vom Stil her sind es die gleichen. Die verschiedenen Dächer, die passen alle zu den anderen zusammen. Jetzt würde ich nur gerne wissen, warum das so betitelt ist. Die hier gehen wiederum. Die finde ich auch nicht schlecht, die sind auch ein bisschen größer. Town Hall. Immigration Office. Was macht das denn? Steht das dabei? Nee. Small Town Market. Das scheint alles seinen Zweck zu erfüllen. Wir haben auch Radios angezeigt, also die werden funktionieren, denke ich mal. Schmied, Taylor. Das könnte natürlich auch super hier drin verwursten, wenn man hier noch so kleine an der Straße lang baut. Da ergeben sich Möglichkeiten. Schöne Dekoartikel. Das gefällt mir. Die werden wir nutzen. Die kann man sogar platzieren. Da passen zwei Straßen drunter. Das ist ja superb. Machen wir das doch hier an der Straße lang. Ist doch ein super Einstieg in den Markt. Lässt sich hier nicht ganz gut verknüpfen. Aber mit dem Dach. Das Richtige, ja. Fertig bei den Häusern. Wir hatten mal das Torhaus und da gibt es auch ein kleines von. Hoffe ich. Middle Brothers. Ne, gibt's nicht. Wäre auch Quatsch, weil wo sollen die Leute denn wohnen? Das kann man ja nicht verknüpfen miteinander. So, und den wollten wir so machen. Und zwar der Seite. Nicht so nah dran, da soll der Weg. Alright. Überleg, ob ich den hier vorne rumziehe, dass ich noch so eine Ecke drin habe und den hier so einen Weg einfach weiterlaufen lasse. Gefällt mir nicht schlecht, die Idee. Das ist ja auch nochmal ein Reiter, der viele andere kleine Sachen aufmacht. Das sieht man immer gar nicht so. Ich finde immer schön, wenn die hier so einen kleinen Rahmen drin haben, dann erkennt man es. Aber die finde ich eh nicht so ganz so schön. Jetzt mit diesen Schildchen dran, immer eine schöne Idee. Aber das wirkt mir so, als wenn es für Touristen gemacht wäre. Wenn man in einem Dorf wohnt, dann weiß man, wer wo wohnt und wer was macht. Das trübt ein bisschen das Ambiente. So, habe ich hier das Richtige gebaut für dich? Ach, er fängt noch gar nicht an, habe ich recht. Raw Materials produziert er, hier steht's. So, das heißt, wir helfen dir mal. Der pflanzt nur eine ganz bestimmte Art von Bäumen. Das sind nie die von Anfang an hier wachsen. Das heißt, wir müssen erstmal alles wegnehmen, was hier so drin ist. Helfen wir ihm mal ein bisschen bei, sonst müsste er das alles alleine machen. Beziehungsweise zu zweit sind sie ja. Dann können wir den Construction Stockpile auch wegnehmen. Machen hier Lagerplatz für rohe Sachen hin. Wenn ich den. Hier, war gar nicht so schwer zu finden. Jetzt müssen wir langsam uns mal eine kleine Steinmine zulegen, denn sonst werden wir immer das Problem haben, dass wir keine Steine mehr haben. Haben wir immer ewig weit laufen müssen, dann wird hier immer noch die letzten Reserven wegnehmen. Stein. Eine Steinmine gibt es auch so eine Modelle hier. Die können ja Eisen oder Kohle machen. Bei den Steinen ist es dann
entweder Stein oder Salz. Salz, da habe ich bisher noch nie mit gearbeitet, um Sachen haltbarer zu machen. Da braucht man dann auch, glaube ich zumindest für die meisten Sachen, eine Tinnery, also jemand, der Zinn verarbeitet in Gefäße, und Glas braucht man dafür. Das ist eine, ja, Schraubglas, also ein Glas aus Glas mit einem Deckel aus Zinn. Und da kommen dann Sachen rein, Essen mit Salz zusammen. Tunnelminen. Deswegen habe ich bisher immer nur die Steinbrüche genommen. Marble Quarry, Saltworks. Da kommt nur Salz raus denn? Hier. Stein- und Salzmine. Wir haben noch 9 freie Arbeitskräfte. Dann setze ich mal hier mit ran. Bisschen Abstand. Kriegt da seinen Eisenplatz. Oh, die Hütte. Eisenplatz, sage ich schon, seinen Steinablageplatz. Der darf auch ein bisschen größer sein, da brauchen wir nämlich viel von. Und da können dann, denke ich mal, gleich so 3 Leute auf jeden Fall drin arbeiten. Sonst lohnt sich das nicht. So, Lampe hat er genug gemacht. Brauche ich auch nicht deaktivieren, wenn er voll ist, am Produktionslimit angekommen. Dann geht er sowieso sich einen neuen Job suchen. So was wie Bäume fällt zum Beispiel. Oh, das sieht doch gut aus. Die müssen jetzt mega weit laufen. Mache ich hier zwischendurch noch so kleinen. Hier ist ja jetzt Platz. Müssen sie für die letzten 3 Sachen nur noch bis hier vorne laufen. So, jetzt können wir langsam anfangen, wenn die Häuser dann irgendwann fertig sind, über Dekorationen nachzudenken. Damit das Ganze ein bisschen wohnlicher aussieht. Da sind wir hier an der richtigen Adresse. Und auch hier, wer hätte es gedacht, gibt es alles, was man sich nur vorstellen kann. Sehr schön. Kann man die an die Fenster ranhängen? Muss ich mal gucken. Das ist schon gedacht für zwischendurch irgendwo. Aber das macht ja gar keinen Sinn ohne Leine. Oder das kann man. Boah, man kann das custom selber zusammenstellen. Wahnsinn. So. Dieses Geräuschere ist ganz schön toll. Das sollte ein bisschen abwechslungsreicher sein. Dass manchmal einer ausgeht, manchmal geht einer an. Sieht aus wie eine Fabrik. Hm, na gut. Hier raucht zum Beispiel gar nicht. Okay, müssen wir mit leben. Ja, Hardcover brauchen wir hier nicht. Fangen wir mal an mit einer kleinen Sitzgelegenheit, eine Bank. Ich suche. Und wer sucht, der sollte auch irgendwann finden. Sonst hat er umsonst gesucht. Boah. Ich stehe gerade echt auf dem Schlauch, ich gehe es einfach mal nach Kategorien durch. Hier, doch, welche gefunden. Steinbänke. Auch Stein ist okay. Aber die, nehme ich die als Ghost? Ja, ich nehme die als Ghost-Dekoration. Dann stören sie mich nicht so doll. Dann kann ich sie freier platzieren, auch da, wo jetzt schon Gehweg ist. Muss ich nur hier auch Bänke drin finden. Ecken, da werden sie nicht bei sein. Gartenbeete. Das sind verschiedene Wege. Ja. Kommen hier auch noch 2 hin. Hier an der Rand noch eine. So, was gibt's denn noch so? Das ist ein Marktplatz. Was passt zu einem Marktplatz? Teich auf keinen Fall.
Springbrunnen. Es fühlt das ganze Ambiente momentan noch ein bisschen zu modern, obwohl zur Kirche. Wenn er ein bisschen kleiner wäre, der Springbrunnen, dann würde er ganz gut dazu passen. Lagerfeuer nicht. Ja, was passt denn besser zur Kirche als ein Galgen? Gar nicht so verkehrt hier rein. Stell das einmal mal mit dazu. Die Kisten sehen auch nicht schlecht aus. Die hier einfach so daneben stellt. Sieht so aus, als wären sie. Als wäre das ein Film und das wäre reingezeichnet. Aber es gibt Schlimmeres, denke ich. Stellen, oder? Hinter? Oh nein, ich habe es weggeklickt. Hier. Da rein. Ja. Dann gleich noch eine daneben. Ich hoffe, die überschneiden sich nicht. Ich mache die einfach so, dass sie gleich ausgerichtet sind. Und jetzt haben wir unsere Kirche. Jetzt haben wir schon ein bisschen mehr Siedlung. Dann können wir jetzt auch drüber nachdenken. Leute, die arbeiten wollen und dürfen. Nahrung sieht gut aus. Steine kommen auch gleich. Wenn wir Steine haben, dann können wir anfangen, Lehm aus dem Fluss zu schippen. Damit wir auch schönere Wege machen können. Immer ein paar Bricks holen. Wo ist es denn? Wo ist es denn? War vorhin bei dem anderen. Was habe ich denn vorhin gesucht? Den Hardwood Forester, da war das auch mit bei. Hier genau. Rohe Materialien. Ein Shorehouse. Da gibt es zwei verschiedene anscheinend. Shore hat. Ist auch ein neues Modell, das kenne ich noch nicht. Aber es passt hier nicht rein. Shorehouse, passt das hier rein? Traumhaft. Gleich Abstand halten. Reifen bauen. Mit einem kommt man nicht hin. Wo sind wir hier? Erstes Häuschen. Doof. Ne, nicht nur ein bisschen, das ist ein bisschen doll doof. Dass hier Felder daneben sind, denn die passen da einfach mal gar nicht rein. Wolltest du hier oben machen? Die ganze Produktion. Gehen wir noch weiter in die Richtung hier. Da werden wir eh keinen Wald brauchen. Das ist ja nur ganz schön Rennerei. Weil hier hinten. Der Forester geht bis hier ran. Ich baue das doch auf der Seite hier drüben. Wir haben jetzt auch die Arbeitskräfte. Genau. Ich baue es hier drüben mit hin. Rohe Materialien. Hier. Shorehouse. Jetzt müssen wir gucken. Der Fluss ist hier gerade in so einer blöden Biegung. Da ist es immer sehr tricky, was ranbauen zu können. Na, ihr seht schon, das geht gar nicht. Ein Shorehouse kriege ich hier hin. Glücklich macht mich das noch nicht. Hier das zweite hin und der Rest dann hier zwischen. Ne, so weit sind sie gar nicht auseinander. Ach, das wird schon gehen. So, jetzt verbinden wir alles, was wir bisher haben, noch ein bisschen mit Wegen. Damit es nicht so aussieht, als wenn hier einer wollte und konnte nicht.